Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wundert euch nicht, wie ich aussehe, denn ich bin dieses Mal geschminkt und war vorhin noch beim Fotos machen. Aber jetzt zum Videothema, und zwar gibt es jetzt ein Haul. Ich war einmal gestern beim Crema und danach beim DM und möchte euch jetzt zeigen, was ich für meine Kleine gekauft habe. Ich fange einfach mal mit den Sachen vom Crema an. Und zwar gab es eine Fliegenschutzaktion und die läuft noch bis Montag, denke ich mal. Und zwar gibt es da 20% auf Fliegenschutzartikel. Egal ob auf Fliegensprays oder Decken oder Fliegenschutzmasken oder irgendwelche Fliegenschutzsachen. Die zeige ich euch danach gleich, aber ich habe nicht nur Fliegenschutz gekauft, sondern ich habe noch einen anderen Artikel geholt und den möchte ich euch auch jetzt zeigen. Und zwar habe ich hier einmal rote Beta-Chips gekauft. Die stärken das Immunsystem. Ich hatte die noch nie und wollte die deshalb ausprobieren, denn ein besseres Immunsystem kann meine Freya auf jeden Fall noch gebrauchen. Die haben dann 13,90 gekostet und die sind von Landmühle. Dann geht es weiter mit den Fliegenschutzsachen. Ich habe zwei Decken geholt und zwar einmal eine von Thermomaster, eine günstige in der Größe 125. Hier sieht man auch nochmal das Foto. Die hat hier ein Deckengurt und hinten ein Schweifplatz und die hat 19,90 Euro gekostet. Und zwar brauchte ich wieder Fliegendecken, weil mein kleines böses Ponylein hat ihre letzte Fliegendecke so dermaßen richtig zerstört, dass ich sie nicht mal mehr flicken konnte oder dass es sich nicht gelohnt hat, sie zu flicken. Ja, und zu guter Letzt von Crema nochmal eine Fliegendecke, auch wieder von Thermomaster. Und auch natürlich in Größe 125. Und zwar ist das eine Zebra-Fliegenschutzdecke mit Kreuzbegurtung, ein Schweifplatz und sogar mit Halsteil. Aber ich habe beschlossen, bevor ich diese Befreie raufpacke, teste ich einmal erstmal, wie lange die andere für 20 Euro hält, denn die tut mir jetzt nicht so stark weh, als wenn sie diese zerstört. Weil die lag bei 42,90 und dann eben noch 20% Rabatt. Ja, das waren jetzt meine Sachen von Crema fürs Pferd. Und dann bin ich natürlich noch zum DM gefahren und habe auch dort etwas für die Freya gekauft und genau einen Artikel für mich. Beim DM war ich einmal wegen dieser Haarspülung, und zwar ist das von Clisscur Express Repair Spülung Liquid Silk. Die verwende ich gerne für Freya, bevor ich teure Fliegen Mähnensprays verwende. Und da kaufe ich lieber die von DM, weil die tun es auch. Und bis jetzt hat es ihr noch nicht geschadet, weil die verwende ich schon sehr, sehr lange. Und für 1, 2 Euro oder so komme ich günstiger hin, als wenn ich mordsteures Männenspray verwende. Genau, und hier unten steht für glanzloses und sprödes Haar. Und ich glaube, ja, wie ich schon gesagt habe, das lag bei so 1, 2 Euro irgendwas und das tut's locker. Da sind auch 250 Milliliter drin und das reicht uns locker für einen Monat oder länger. Genau. Weiter geht's vom DM mit Feuchttücher von Babylove. Unsere letzten sind ausgegangen und zwar habe ich vom Babylove die Feuchttücher mit 99% Wasser genommen und ohne Duftstoffe für die sanfte Reinigung. Das Tuch ist sogar biologisch abbaubar, es ist pH-hautneutral, ohne Duftstoffe, ohne Alkohol. Ich verwende auch schon sehr lange Feuchttücher für die Augen und für die Nase bei Freya und bis jetzt hat sie auch immer sehr gut getan. Und weiter geht's mit dem letzten Artikel, das ist einmal ein Artikel für mich. Wer kennt's als Pferdebesitzer, das meiste Geld für das Pferd auszugeben, anstatt für sich selbst? Natürlich wahrscheinlich jeder,
Aber auch ich durfte mir was gönnen. Eigentlich sollte ich mir immer was gönnen. Und nicht nur alles fürs Pferd ausgeben. Aber das steht schon fest, ich werde jetzt nicht mehr alles fürs Pferd ausgeben, sondern immer sparen oder mir was gönnen, weil ich habe so viele Pferdesachen zu Hause und irgendwann reicht es auch und kann nicht immer alles ansammeln. Wenn es dann einfach nur rumliegt. Dazu ist es dann eben zu schade. Und der letzte Artikel, das ist eine Tuchmaske von Garnier Skin Active. Die sieht so aus. Hier unten, das ist einfach schon eine fertige Maske, die nimmt man raus, legt sich auf die Haut, lässt es einwirken und dann, denke ich mal, genau, die Rückstände einmassieren oder mit einem Wattepad entfernen. Und die lag nicht mal bei, ich glaube, das war bei 1 Euro irgendwas, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, und wenn ich mal wieder ein Creme-FMA oder ein anderes FMA oder was auch immer, was ihr sehen wollt, hochladen sollte, dann schreibt es mir doch gerne unten in die Kommentare. Was ich euch noch erwähnen wollte oder mitteilen wollte, und ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht habe. Wenn nicht, dann mache ich jetzt genau jetzt. Denn Caro und ich haben ein neues Projekt gestartet, und zwar hier auf YouTube. Wir haben einen gemeinsamen Kanal gestartet und den verlinke ich euch unten in der Infobox. Dort findet ihr auch Videos über Challenges, Hauls, Produkttests, Videos über unsere Ponys und einfach auch Unterhaltungsvideos, lustige Videos. Und ja, genau, schaut auf jeden Fall vorbei und lasst uns auch dort ein Abo da, falls ihr noch kein Abonnent seid. Das war es jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf unseren Zweitkanal vorbei, da wo Caro und ich zusammen tätig sind. Und hier auf diesem Kanal bin nur ich tätig, aber Caro oder andere Leute werden hier auch dabei sein. Und falls ihr noch kein Abonnent seid, abonniert mich gerne. Dort unten ist der Abonnier-Button und schaltet die Glocke ein, falls ihr sie noch nicht eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei dem nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!